Hallo meine lieben Leute und willkommen zum Auswärtsspiel Blue Wolf Rover gegen Sportclub Freiburg 2. Wir müssen heute, und das müssen wir wirklich gewinnen, wir liegen auf den 18. Tabellenplatz mit 7 Punkten, 5 Niederlagen, 1 Unentschieden, 2 Siege. Das ist viel zu wenig. Wir können uns in der Liga so nicht präsentieren. Heute muss der Knoten platzen gegen den 14. platzierten Sportclub Freiburg 2. Und ja, wir gehen ins Spiel. Ja, Freiburg mit einer 3-4-2-1, also, und wir mit einer 4-2-3-1 Formation. Naja, let's go. So, in Kürze wird das Spiel stattfinden und hier Vincent Wermey, 27. Wettbewerbsrekord, 7 Tore aus mindestens 9 Partien. Ja. So. Und das Spiel läuft. Robin Zettner kommt da ran und greift den Ball aus der Luft. Hanheide. Werner. Guter Versuch. Aber Werner hat den Ball immer noch. Neuer Versuch. Nachschuss. Aber dieser Ball von Broschinski wird abgewehrt. Obwohl man könnte sagen, das wäre Elfmeterbereich, weil er hat den Ball an die Schulter, aber der Schiedsrichter sagt, nö, kein Elfmeter. Ludwig mit der Ecke. Wow! Das war eine große Chance hier von Broschinski. Sehr knapp. Weiter Abschlag zu den Torschützen. Aber hier Robin Zentner. Friedrich, könnte er schießen? Jawohl! 1-0 für Blue Wolf Rover durch Leon Werner. Hier ist mal Friedrichs Schussversuch, aber hier Werner mit Nachschuss und genau in die Ecke richtig reingeknallt. Alter Schwede, da hat der Keeper Huhn oder wie er ausgesprochen wird, da keine Chance. Leo Werner, 12. Minute in der 9. Partie, sein drittes Tor auf Kasten bekommen. Also auf dem Konto meinte ich. Jetzt müssen wir genau entweder nachlegen oder weiter versuchen zu verteidigen. Aber wir müssen hier erstmal den Ball raus haben. Herrei. Friedrich. Woschinski. Oh, und dann guter Versuch hier vom Perei.
Aus dem 16er Bereich. Guter Versuch, aber über Kasten drüber. Ludwig kommt dann den Ball, aber köpft ihn zu weit. Hui, und da wird unser Spieler noch ganz lässig den Ball zur Ecke ab. Hier, Leo Werner, 9 Einsätze, 3 Tore gemacht, also gut von ihnen. Gut rausgeschlagen, aber immer noch gefährlich, 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 gefährlich. Aber der Ball geht ins Aus. Erstmal holen wir wieder tief Luft. Spielen den Ball weiter nach vorne, aber da ist schon Abwehr. Balk. Können den Ball wieder aus dem 16er rausschlagen. Wieder ist es Werner. Und der Kopfball von Friedrich war viel zu schwach. Aber guter Versuch. Oh, der Schuss und nochmal ein Nachschuss. Und Ludwig, wir setzen den Keeper ziemlich unter Druck hier gerade. Das ist schon mal gut. Aber jetzt geht Kehrer vom Flügel. Aber hier Robin Zentner. Wir schlagen den Ball raus. An Heide. Kriegt den Ball nicht ganz gut. Ange. Oh! Fehler von Sportclub Freiburg hier. Jawohl! 2-0! Ich warte immer, bis die Zahl kommt und es hat funktioniert. Leo Werner mit einem Doppelpack. Absolut krass. Alter. Hier zack rüber und Leo Werner denn. So präzise. Eieieiei. Huhu. 2-0 in der 32. Minute. Zweiter müssen wir fließend und konzentriert spielen. Kleiner Aufmerksamkeitsfehler. Gut abgewehrt. Und der Ball geht zur Ecke durch Robin Zentner. Kurz mal ganz leicht vor. Und gerade wo der Schuss kommt, steht Robin Zentner perfekter und lenkt den Ball zur Ecke. Mit 26 Jahren ist er schon ein ordentlich erfahrener Keeper und Führungsspieler für das Team. Gut. Oh, Robin Zentner. Perfekt aufgepasst. Wir schlagen den Ball mal weg. Na, Jan Name war ein bisschen hier unbeholfen. Jetzt müssen wir zurück. Jawohl, aus den 16er erstmal gut geklärt. Ja, da wäre die Chance. Hier wieder ein Gedränge. Jetzt erstmal wieder zurück mit unseren Leuten. Ich weiß auch jetzt gerade nicht so.
Wow, Außenpfosten. Schussversuch von Braunschweig, von der Nummer 28 hier. Huh, holla, die Königsfee. So wie wir gerade sind, sind wir gut und drücken auch ordentlich nach. Aber hier steht uns ein Braunschweiger genau vor die Füße. Wir sind erstmal ein bisschen konzentriert, Ball nach vorne. Wir ließen die letzten Sekunden der Uhr ablaufen und wir geben mit einer 2:0 Führung in die Pause erstmal. Leo Werner, ein perfekter Schütze in der 12. und 32. Minute macht er die beiden Tore für unsere Verein Blue Wolf Rover. Gerade perfekt. So, Ferl und Kaiserslautern haben noch nicht gespielt. Und wir führen ja 2:0. Gucken ein bisschen. Ja, wir brauchen noch nicht wechseln. Anstoß für uns Blue Wolf Rover. Hier im Spiel gegen Sportclub Freiburg 2. Nehmen den Ball erstmal wieder zurück. Aber hier wird ein Spieler von uns von den gerätscht und das gibt Freistoß für uns. Weise wird ihn ausführen. Kurz. Mit dem Ball nach unten. Und damit ist eine Ecke, also eine Flaggenmöglichkeit. Aber haben wir leider nicht richtig bekommen. Kammerbauer. Geht der Ball wieder nach innen. Kann aber geklärt werden. Schlagen den Ball erstmal raus. Aber das gibt einen Einwurf für Freiburg. Und einen Wechsel. Engelhardt kommt drauf. Oha, Engelhardt. Und die Nummer 30 geht runter. Oh, Junge, 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 meine Leute. Huh, damit klären wir erstmal den Ball schön weit raus. Aber nicht gut, gut ist das gerade hier mit dem Ball. Toll, dass ich gerade da so. Schlagen den Ball wieder zur Ecke. Der auf der Treppe der Tribünenbereich gelandet ist. So. Ecke also für Sportclub Freiburg 2. Können den Ball unter Kontrolle bekommen. Boschinski. Hanheide. Ah, ein bisschen zu weit nach vorne. Hätte er gleich abschießen können, aber leider. Fehlt ihm da wohl ein bisschen das Selbstvertrauen oder die Kraft. Otto kriegt Risch eingeholt. Aber Risch hat wohl andere Sachen. Ja, wieder eine Möglichkeit gewesen. Wieder geht der Ball Hürer oder wie er da heißt. Aber Robin Zentner streckt das Bein und lenkt den Ball nochmal zur Ecke. Nochmal in der Wiederholung zu sehen. Zack, mit der Innenseite. Grandios. So, und bevor diese Ecke stattfindet, wechseln wir mal kurz. Ich weiß nicht. Ja, Friedrich Verhansen.
Sonst sieht alles noch gut aus. Ja, unser Wechsel und Kerra geht runter bei Sportclub Freiburg 2. Und wir gehen ein bisschen auf Defensiv. Asen Mvinci oder wie er heißt. Puh. Jawohl! Das ist eine Kombination! Yes! 3-0! Alter! Und es ist Han Heide, der das Tor macht. Alter! Zack! Zack! Und dann Han Heide zum Schluss. Prima ins Tor. Hui, da flog der Ball aber ordentlich. Also gezischt ist er. So, 3-0. 68. Minute. Sportclub Freiburg muss sich jetzt was einfallen lassen. Wir stehen jetzt etwas defensiver. Müssen aber trotzdem aufpassen. Auch wenn wir jetzt defensiver stehen. Ui, was war das denn gerade? Jetzt geht's wieder nach vorne. Ja, hier ein guter Versuch, weil wir gut gerade durchgekommen sind. Bringt's aber nicht. Weil hier Sportclub Freiburg wieder nach vorne kommt. Scheibe. Guter Rausch. Kopfball. Jetzt machen wir viel Druck. Aber vergeben den Ball. Pass nach vorne. Und wieder haben wir uns den Ball zurückerobert. Am Flügel kommt der Ball nicht an. Nachschuss von Sportclub Freiburg 2. Und zwar von der Nummer 9. Schön mit der Kelle genommen. Aber nix da. Der Ball geht am Kasten links vorbei. Broschinski mit 4 Schüsse und Fermal mit 7. Wow, und da geht wieder der Ball drüber. Von Sportclub Freiburg. Dieses Mal von der Nummer 7. So, es gibt nochmal einen Wechsel, der Stürmer mit der Nummer 9, Vincent Vermey ist runtergegangen, ja, und Kehl ist raufgekommen, um Freiburg ein bisschen zu helfen. Oi, das war ein ziemlicher Tackle-Angriff. Na, da verlieren wir den Ball, weil Sportclub Freiburgs Außenverteidigung uns den Ball ein bisschen von den Füßen wegknallt. Ah, Fehlpass, Fehlpass. Machen wir wieder. Und wieder Robin Zentner mit der Glanzparade. Von der Nummer 18. Sportclub Freiburg, 2 Schuss, aber Robin Zentner pariert ihn wie kein anderer. Ball kommt
Weit rausgeschlagen, aber nicht ganz genug. Jetzt kommt Flügelgefahr. Ui! Was war das denn gerade für ein Fehler? Ah, nicht ganz. Kriegen wir den Ball nach vorne. Es geht noch 2 Minuten drauf. 2 Minuten müssen wir hier fahren und diesen Tor noch durchhalten. Ui, 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 ein heftiges Gedränge um den Ball. Hey! Robin Zentner, 26 Jahre alt und 6 Paraden. 6 grandiose Paraden. Führungsspieler für die Mannschaft hier. Raus! Jawohl! In der letzten Sekunde pfeift der Schiedsrichter ab und wir gewinnen das Auswärtsspiel. Hier gegen Sportclub Freiburg 2 mit 3:0 und haben die Niederlagenserie endlich gebrochen. Mit 3 wichtigen Punkten kommen wir doch wieder aus dem Abstieg ein kleines bisschen hoch und haben uns doch wieder rangekämpft und stehen wieder gut da. Ja. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ja, dann hören wir die Fragen. Werner hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Ich sag nur, grandiose Leistung. Grandios. Insgesamt eine ganz gute Leistung. Ich gratuliere dem gesamten Team und zu dieser Leistung. Natürlich war Werner überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei Blue Wolf das Team der entscheidende Faktor ist. SSC Freiburg 2 geht heute als Außenseiter und Blue Wolf Rover hat dann auch gezeigt, dass das so ist. Ihr Kommentar. Also, ich würde sagen, sie haben gut gespielt. Ihr Schwimmer mit der Nummer 9 hat leider keine Tore bei uns gemacht. Und wir waren überragend. Im Moment kann keiner mit Blue Wolf Rover mithalten. Aktuell gibt es wohl niemand, der uns schlagen kann. Doch wenn man unsere Verteidigung wieder ausguckt. 3:0, ein überzeugender Sieg. Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftritt Ihres Teams? Ich würde sagen, gut. Aber ja. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Wir haben unser Ziel erreicht und die Punkte geholt. Die Leistungen möchte ich nicht im Einzelnen analysieren, dafür mich jetzt bereits die nächste Aufgabe im Fokus steht. Und das ist meine Meinung. Wir müssen uns wieder konzentrieren aufs nächste Spiel. Danke für diese kurzen Aussagen. Ja, vielen Dank und bitte keine weiteren Fragen. So. Gibt's noch mal einen klitzekleinen Schlaf. Schauen wir uns mal die Trainingssession an. Ja, ist gut. Nochmal Abschlussberichte, ja, da. Das ist stark. Eine Trainingssession. Yes, perfekt. Ja, sieht gut aus. Anheide, ja. Werner, Broschinski. Ja, Broschinski, du musst noch ein bisschen mehr ran, aber sonst bist du gut. Noch ein weiterer Abschlussbericht. Aha. Hiroshima hat
unsere bezüglich einer Leihe von Sascha Schwarz Kursleihe angenommen. Ah, das ist gut. Ja. Das ist gut. Das ist prima. Dann kann er sich da gut entwickeln. Ja, wir gucken unser Team an. Es sieht wieder fit aus. Hanheide 75, Boschinski 61, 72, 70, 67. Peral, gut. Werner, gut. Scheibe auf 173. Belakotscha 71, 76 Weise, Otto in der 68, Robin Zettner in der 75, ja. Unsere Mannschaft ist wieder richtig gut. Und wir sind auf den 16. Tabellenplatz hochgerückt. Ja, vor uns HVC, türkische München und Duisburg, hinter uns Magdeburg und Sportclub Freiburg 2. Im nächsten Spiel, ich glaube, das ist ein Heimspiel. HVC spielt also wir, der 16. gegen den 15. Mal sehen, wie wir uns gegen HVC uns aufverkaufen können. War das? Ja, hier die Mitteilung, HVC. Heimspiel. An diesem Spieltag kommt es mit dem Duell zwischen Blue Wolf und die HVC zu einem spannenden Aufeinandertreffen. TSV HVC hat in der Liga dieses Jahr die Nase vorn, doch Blue Wolf Wova möchte natürlich mit einem Dreier weiter Bohnen gut machen. Um noch bessere Leistung aus Friedrich rauszukitzeln, hat Hansen ihn auf mehr Positionen getestet. Der offensive Mittelfeldspieler tut sich jedoch offensichtlich schwer, egal wo er eingesetzt wird. Wie schwer der Trainer ihn im Blick auf die Zukunft des Spielers bei Blue Wolf Rover entscheiden. Ja, das war auch. Ja, das waren die Mitteilungen. Ja, Team sieht noch gut aus. Hier, Werner zieht Doppelpack bei Blue Wolf. Sieg gegen Freiburg 2. Werner trifft bei 3:0 von Blue Wolf Rover gegen SSC Freiburg 2. Ja. So. Wie fandet ihr das Spiel? War das sehr gut? Muss ich da noch irgendwo umstellen? Oder denkt ihr, im nächsten Spiel wird es wieder ein bisschen leichter oder schwerer? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Gerne ein Like da lassen. Denn auch wie immer dabei sein. Abonnieren, die Glocke aktiv machen bei Blue Eye Slayer Dragon. Dann habt ihr jedes Video oder jeden Stream da. Und ich bin nun damit raus. Ich, euer Blue Eye Slayer Dragon, sagt jetzt: Ciao!